Und damit herzlich willkommen zum Arena Battle 3. Endlich kann ich es sagen, es geht los mit dem AB3. Wir mussten alle eine ganze Weile warten, doch nun ist es soweit. Und ja, heute erfahrt ihr, was es mit dem AB3 auf sich hat, wie wir es dieses Mal angehen werden, denn es erwarten euch einige Neuerungen und natürlich könnt ihr euch ab jetzt auch schon für das AB3 anmelden. Dazu dann aber später. Erst einmal möchte ich kurz darauf eingehen, was denn überhaupt das Arena Battle an sich ist. Wie war es in den letzten Jahren im Arena Battle 1 und 2? Und dann kommen wir zu den Änderungen, was sich getan hat im Vergleich zum heutigen Arena Battle 3, was ab heute mehr oder weniger starten wird. Natürlich laufen dann weiterhin die Vorbereitungen, die Anmeldungen, das Vorturnier und so weiter und so fort. Dazu aber gleich. Ja, was ist das Arena Battle? Nun ja, im Prinzip ist es ganz leicht zusammengefasst. Auf der einen Seite gibt es 8 Leiter, die eben ich oder PokéTuber oder irgendwelche Freunde von mir stellen. Und auf der anderen Seite gibt es Teilnehmer. Das waren zuletzt 40, die dann diese Leiter herausfordern. Wenn sie gegen die Leiter verlieren, nicht so schlimm, können sie die später nochmal herausfordern. Wenn sie die Leiter allerdings besiegen, dann erhalten sie deren Orden. Denn jeder Leiter hat eine eigene Arena mit einem eigenen Typen. Es gibt also zum Beispiel einen Feuerleiter, einen Wasserleiter und so weiter und so fort. Und so kann man sich eben den Feuerorden, den Wasserorden und so weiter zusammenholen. Ja, es gibt 8 Leiter. Was passiert, wenn man alle 8 Orden gewinnen sollte? Dann ist das AB vielleicht vorbei. Aber nein, nicht so ganz. Denn dann geht's erst für die Teilnehmer so richtig los. Denn dann erhalten sie Zutritt zur Top 4, zur Pokémon-Liga. Und hier, während sie vorher noch frei ihre Teams wechseln konnten, sind sie auf ein Team festgelegt, mit dem sie die gesamte Liga an einem Stück schaffen müssen. Sie können nicht zwischendurch wechseln und wenn sie verlieren, müssen sie wieder von vorne starten. Ja, und das Ziel des ganzen Projekts ist es eben, sich alle Orden zu holen, in die Liga zu kommen und dann die Top 4 und sogar den Champ zu besiegen, um dann der neue Champ des Arena Battles zu werden, um die nächsten Herausforderer zu erwarten. Das Schöne an dem Ganzen ist, dass die Teilnehmer in der Lage sind, sich ihr Team frei zusammenzubauen. Das bedeutet, man kann das alles so ein bisschen an die eigene Schwierigkeit, an den eigenen Leistungsgrad anpassen. Wenn man zum Beispiel ein sehr starker Trainer ist, tritt man eben mit eher schwächeren Teams an, mit Pokémon, die man vielleicht noch nicht gesehen hat, mit irgendwelchen interessanten Taktiken und versucht sich damit eben den Orden eines Leiters zu erbeuten. Während andersrum schwächere, also Anfängertrainer zum Beispiel, eben stärkere Teams nehmen, um eine Chance gegen die Leiter zu haben. Und so hat man ein ausgeglichenes Verhältnis, spannende Kämpfe und damit natürlich den wichtigsten Punkt im Arena Battle, möglichst viel Unterhaltung. So liefen das Arena Battle 1 und 2 in der Vergangenheit ab und auch das Arena Battle 3 soll im Grunde diesem Prinzip weiterhin treu bleiben. Allerdings gibt es jetzt 2 grundlegende Änderungen, 2 große Änderungen, die ich zuerst mit euch durchsprechen möchte. Und ich bin selbst großer Fan davon und ich hoffe auch euch wird es gefallen. Ich hatte mir am Anfang bereits schon während des AB2 das Ziel gesetzt, beziehungsweise war ich sehr enttäuscht, dass nur wenige Leute mitmachen konnten. Und das lässt sich bei einem solchen Projekt nicht verhindern, denn wir haben gesehen, wie lang das AB2 ging. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Das AB2 ging zu lang und es war zu zäh an einigen Stellen und es kam zum Ende hin immer wieder Lücken auf. Und genau das möchte ich verhindern. Also auf der einen Seite möchte ich mehr Leuten ermöglichen, an diesem Projekt teilzunehmen und auf der anderen Seite möchte ich, dass das Projekt kürzer wird. Und diese beiden Grundsteine sind erst einmal Widersprüche. Und hier etwas zu finden, um das beides wirklich durchzuboxen, das hat einiges an Zeit und Nerven gekostet, aber wir haben jetzt ein neues System. Und das ermöglicht, dass wir die 40 Teilnehmer, die es im Arena Battle 2 waren, jetzt um 50% nach oben heben können. Und jetzt können 60 Teilnehmer mit dabei sein und an diesem Projekt mitwirken. Und dennoch wird das Projekt ein bisschen kürzer werden. Womit hat das zu tun? Naja, wir haben uns ein neues System ausgedacht und das ist ein 2-Ligen-System. Wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Naja, es gibt einmal eine Liga 1 und einmal eine Liga 2. Liga 2 kann man sich wie in der Bundesliga vorstellen. Die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, man kann aus der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen. Ja, das ist jetzt aber kein Prinzip, das irgendwie sehr variabel ist, also dass Leute wieder absteigen können und dann kommt das immer so hin und her, sondern es wird ein einmaliges Verfahren sein. Aber erst einmal zur Liga 1. Wie wird diese Liga ablaufen? Naja, im Groben ganz genau so wie das Arena Battle 2 und das Arena Battle 1. Ziemlich genau. Es sind 30 Teilnehmer in dieser ersten Liga, es gibt 8 Leiter, gegen die sie kämpfen und sie versuchen sich eben 8 Orden zu erbeuten, um dann in die Pokémon-Liga, in die Top 4 oder zu den Top 4 und zum Champ zu gelangen.
Die Liga 2 läuft jetzt allerdings etwas anders ab. Auch hier gibt es 30 Teilnehmer und auch hier gibt es 8 Arenaleiter. Und das bedeutet, wir haben insgesamt 16 Arenaleiter, bedeutet, wir haben insgesamt 16 Typen, die vertreten sind. Und das bedeutet jede Menge Abwechslung. Auch in Liga 2 geht es jetzt darum, sich alle 8 Orden zu holen. Denn nur mit allen 8 Orden hat man auch die Möglichkeit, in Liga 1 aufzusteigen. Allerdings sind dafür nicht nur die Orden relevant, sondern wir werden außerdem nach jedem einzelnen Kampf Punkte vergeben. Unterhaltungspunkte und Skillpunkte. Nun sind allerdings die Aufstiegsplätze begrenzt. Nur 10 Leute können insgesamt aufsteigen. Und wir wollten das jetzt nicht regeln, wer als erstes alle 8 Orden hat, der steigt auf, weil die Leute mit mehr Zeit haben dann natürlich einen krassen Vorteil. Und genau das wollten wir nicht, deswegen steigen von allen Leuten, die sich 8 Orden geholt haben, diejenigen auf, die die beste Durchschnittspunktzahl haben. Und das bedeutet, je skilliger man unterwegs ist, je mehr Style man mit dabei bringt, je mehr man von beidem hat, desto besser sind die Chancen auch tatsächlich aufzusteigen. Das heißt, nur mit Tryhard geht man ein gewisses Risiko ein, denn wenn sich sehr, sehr viele Leute ihre 8 Orden holen, dann wird es ganz schön knapp. Wenn man allerdings viel und unterhaltende Kämpfe liefert, dann hat man sehr gute Chancen, in die erste Liga aufzusteigen. Ja, und dieser Punktestand ist eben auch dafür wichtig, wie viele Versuche man dann letztendlich in Liga 1 hat. Hat man einen, oder ist man sehr knapp reingerutscht, hat man nur wenige Versuche, ist man als Platz 1 oder Platz 2 reingerutscht und steigt auf, hat man mehrere Versuche. Ihr könnt das Ganze, wenn es euch zu komplex wird, auch gerne nochmal nachlesen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr das Regeldokument. Da ist alles schön grafisch angeordnet, dass ihr das gut auch nochmal nachvollziehen könnt, wenn es jetzt im Video nicht ganz so nachvollziehbar sein sollte. Ja, und so haben wir eben dieses Verfahren mit den 2 Ligen. Jetzt könnt ihr euch aber denken, okay, es gibt jetzt 2 Ligen, es gibt 30 Teilnehmer, nochmal 30 Teilnehmer, macht ihr aber insgesamt trotzdem 60 Teilnehmer und 16 Arenaleiter. Das sind ja viel mehr Kämpfe. Das dauert ja viel länger. Zum Teil habt ihr recht, es sind viel mehr Kämpfe, aber wir werden das Arena Battle 3 dieses Mal ein wenig auslagern. Und zwar wird es weiterhin die erste Liga explizit nur hier auf diesem Kanal geben und da werden wir alles hochladen, jeden einzelnen Kampf, den wir uns angucken werden. Aber auch die zweite Liga kommt nicht zu kurz, die ist eben nur ein klein wenig anders, denn die werden wir uns nicht auf YouTube anschauen, sondern auf Twitch in einem Livestream. Bedeutet, wir haben da viele Möglichkeiten. Ihr könnt live mit zusehen und ich habe ja schon gesagt, dass wir jeden einzelnen Kampf mit Punkten bewerten werden. Das bedeutet, ich sage meine Punktzahl und wenn ihr absolut dagegen seid, wenn ihr sagt, Flo, du spinnst doch, das müssen so und so viele Punkte sein. Oder wenn ich mich beispielsweise zwischen 5 und 6 Punkten nicht entscheiden kann, dann könnt ihr auch sagen, ja, ich bin eher für 6, ich bin eher für 5 und könnt so mitentscheiden, wie viele Punkte die Teilnehmer bekommen und habt so eben auch einen gewissen Einfluss darauf, welche Teilnehmer letztendlich in Liga 1 vorstoßen werden. Genauso ist es aber auch so, dass ihr am Ende von Liga 2 euren Favoriten nochmal einige Punkte dazugeben könnt. Das heißt, ihr wirkt, selbst wenn ihr beim AB nicht dabei seid, entweder weil ihr euch nicht beworben habt oder weil ihr kein Pokémon habt oder weil ihr es leider nicht geschafft habt, denn es ist ja auf 60 Teilnehmer limitiert, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, beim AB aktiv mitzuwirken. Und dadurch, dass wir das eine auf Twitch, das andere auf YouTube machen, laufen diese 2 Ligen eben parallel nebeneinander. Und das bedeutet, wir sind viel schneller mit dem Projekt durch. Also was bedeutet viel schneller, aber um einige schneller auf jeden Fall. Denn Liga 1 auf YouTube, das heißt Liga 1 muss auch nur hochgeladen werden. Das bedeutet, es gibt insgesamt weniger Parts, als wenn wir es mit 40 Teilnehmern machen würden. Und auf der anderen Seite läuft Liga 2 auf Twitch eben parallel nebenher. Das bedeutet für euch also viel mehr Arena Battle Content. Und dazu kommt auch noch, dass eben viele alte Leiter und eben auch viele neue Leiter ihre Kämpfe auch wieder auf ihren Kanälen bringen möchten. Das bedeutet nicht zwingend, dass jeder Kampf hochgeladen wird. Es kann auch bedeuten, dass es Live-Kämpfe gibt, nachkommentierte Kämpfe, Kampfanalysen, Teambuildings. Das ist den Leuten komplett freigestellt. Sie haben alle Möglichkeiten, aus dem AB das zu machen, was sie wollen. Manche werden vielleicht nichts Zusätzliches produzieren, andere vielleicht schon. Deswegen könnt ihr auch sehr gerne immer dann auf den entsprechenden Kanälen vorbeischauen. Wer die Leiter sind, dazu dann aber später mehr. Jetzt also ganz kurz zusammengefasst zu diesem neuen Konzept. Was bedeutet das für euch? Naja, zum einen mehr Arena Battle, zum anderen mehr Teilnehmer, zum anderen mehr Leiter und dadurch natürlich auch mehr Abwechslung. Aber das Ganze ist viel kompakter und in einer kürzeren Zeitspanne. Das war die erste große und wahrscheinlich auch bedeutendste Änderung im Arena Battle.
Und ja, wir kommen jetzt zum zweiten Punkt und das ist ein Punkt, der früher sehr, sehr oft kritisiert wurde und wo ich auch im Nachhinein sagen muss, das war nicht so clever, aber wir hatten halt damals noch nicht viel mehr Ahnung. Und zwar ist es das Tiersystem, das Klassensystem, was wir im Arena Battle 3 komplett überarbeitet haben. Früher war es so, dass Legenden mit einer Basiswertsumme von so und so und Uber-Pokémon von einer Basiswertsumme von so und so nicht erlaubt waren und bestimmte Pokémon durfte man dann einmal benutzen und andere Pokémon halt unbegrenzt. Dem ganz, ganz groben System sind wir treu geblieben, aber wir haben uns komplett distanziert von diesem, man darf nur Legenden, Basiswerte, das haben wir komplett ignoriert. Sondern wir haben uns vielmehr an den ganz üblichen Tiers orientiert, also wo es ja Uber und OU und so weiter gibt. Da haben wir uns orientiert dran, aber dennoch unser eigenes System gebaut. Denn es gibt insgesamt 4 verschiedene Klassen, 4 verschiedene Tiers. Und zwar, das erste ist erstmal Tier A, Klasse A. Und das ist ganz simpel, diese Pokémon sind verboten. Die sind einfach zu krass, die würden das Ganze nicht allzu gut balancen und deswegen darf man die nicht verwenden. Die zweite Klasse ist die Klasse B1. Ja, und hier wird es jetzt richtig, richtig interessant, denn das Arena Battle stand schon immer dafür, möglichst viel Unterhaltung, möglichst viel Abwechslung zu bieten, möglichst viel Content, den man auf anderen oder in anderen Pokémon-Battles eben nicht sieht. Und deswegen war es mir ein großes Anliegen, nach wie vor möglichst viele Pokémon zur Verfügung zu stellen. Und deswegen haben wir es dieses Mal tatsächlich geschafft, noch mehr Pokémon zu erlauben, als es im Arena Battle 2 war. Und da waren die Regeln ja auch schon relativ locker. Ja, und in diesem Tier B1 sind Pokémon, die nur Arena-Leiter benutzen dürfen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen schade, aber hört zu, es gibt dafür 2 Begründungen. Kommen wir erstmal zur Story-Begründung. Unsere Arenaleiter sind ja Experten ihres Typs. Das bedeutet, beispielsweise der Feuerleiter kennt sich extrem gut mit Feuer-Pokémon aus. Ja, und dadurch ist er eben in der Lage, auch extrem starke Feuer-Pokémon zu kontrollieren, beziehungsweise Feuerbestien zu zähmen. Was bedeutet das im Klartext? Naja, er kann Pokémon wie beispielsweise Ho-Oh verwenden. Aber gezähmte Bestien sind natürlich nicht ganz so stark wie wilde Bestien. Und deswegen gibt es eine ganz besondere Regelung im Arena Battle 3. Das Tier B1 erlaubt sehr viele Uber-Pokémon, dass Leiter die nutzen dürfen, aber unter Einschränkung dessen, dass die DV alle auf 0 gesetzt werden. Im Klartext bedeutet das, die Basiswerte dieser Uber-Pokémon sind deutlich geringer, als sie normalerweise wären. Was bedeutet das wiederum? Naja, wir erlauben Uber-Pokémon, es gibt mehr Flexibilität, es gibt mehr Pokémon, die man begutachten kann, aber sie sind nicht zu krass, denn sie sind ordentlich geschwächt worden. Warum dürfen jetzt aber andere, normale Trainer, ihr als Herausforderer, diese Pokémon nicht benutzen? Das hat einen recht organisatorischen Grund, denn ich kann natürlich meinen Leitern vertrauen, dass die Basiswerte, die DVs, auf 0 setzen. Ne? Kann ich ja davon ausgehen. Bei Teilnehmern, die ich teilweise vielleicht nicht einmal kenne, kann ich das nicht voraussetzen und wir können das auch nicht kontrollieren. So haben wir eben einen Kompromiss geschaffen, mehr Pokémon reinzubringen, aber gleichzeitig das Ganze weiterhin gebalanced zu lassen. Kommen wir nun zur dritten Klasse und zwar ist das die Klasse B2. Diese Pokémon, die in dieser Klasse sind, darf jeder benutzen, egal ob Arenaleiter oder Herausforderer. Das ist komplett egal. Aber auch sie sind einer gewissen Beschränkung unterlegen. Und zwar folgende: Man darf nur ein Pokémon aus dem B-Tier haben. Das bedeutet, aus dem B1 oder dem B2-Tier darf man nur jeweils eines gleichzeitig im Team besitzen. Also keine 2 Pokémon aus B1, keine 2 Pokémon aus B2 und auch kein Pokémon aus B1 und B2 gleichzeitig in einem Team. Nur eines davon. Einfach, damit die Teams nicht zu krass werden. Deswegen gibt es diese Beschränkung. Und ja. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung nochmal genau nachsehen. Wie gesagt, dort, wo ihr die Regeln lesen könnt, könnt ihr auch einfach einen weiteren Tab aufmachen. Dort findet ihr dann eben die Tierliste und könnt eben schauen, okay, was befindet sich im A-Tier, was ist zu krass, was war selbst mit der Basiswertsenkung zu krass, was befindet sich im B1-Tier, im B2-Tier und natürlich auch im C-Tier. Da sind alle weiteren Pokémon, die sind absolut unbegrenzbar nutzbar. Das zu diesem Tiersystem. Wie ich finde, eine gute, interessante Lösung. Natürlich können die Arenaleiter auch nur die Bestien ihres Typs benutzen. Das ist, denke ich, klar. Und haben dadurch nochmal 2, 3 Möglichkeiten mehr. Und wir, ich bin ja auch gleichzeitig Zuschauer des Ganzen, können eben auch nochmal ein paar Pokémon mehr genießen.
Neben diesen zwei Hauptänderungen gibt es jetzt aber noch allerlei kleine Änderungen und die möchte ich euch jetzt ebenfalls auch noch vorstellen, bevor wir denn dazu kommen, wie ihr euch anmelden könnt. Zuallererst ist die Top 4 jetzt deutlich schwieriger geworden, denn ihr könnt jetzt nicht mehr 7 Pokémon anmelden wie früher, sondern eben nur noch ein festes 6er-Team. Das könnt ihr nach wie vor variieren in den Attacken, in den Wesen, in den Items, Sets und so weiter und so fort, aber nur noch 6 Pokémon sind erlaubt. Und zusätzlich dazu gibt es nicht mehr zwingend 3 Versuche, um den Champ zu besiegen, sondern es gibt 2 Versuche auf jeden Fall. Und falls ihr im letzten, also im zweiten Versuch, bis zum Champ kommen solltet, dort aber verliert, dann schaltet ihr einen dritten und allerletzten Revanche-Versuch frei. Der erste Versuch ist allerdings ein Freiversuch, der zweite ist dann der ganz normale Versuch und der dritte Versuch ist eben nochmal ein Revanche-Versuch, den aber wirklich nur, wenn ihr es bis zum Champ geschafft habt. Scheitert ihr bei der Top 4 im zweiten Versuch, dann war es das. Bedeutet, weniger Versuche in der Top 4, auch wieder eine Maßnahme, um das Turnier ein wenig kürzer zu halten. Wir sagen es immer wieder, Vielfalt ist wichtig und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, die Attacke Staffette wieder zu entbannen, damit man da eben auch nochmal einige Möglichkeiten hat. Aber aufgepasst, ihr dürft keine Initiative-Boosts weiter vererben oder weiter verstaffetten, wie auch immer, sondern bloß alle anderen. Sobald ein Init-Boost mit dabei ist, ist die Attacke Staffette tabu. Und wir machen mit der Vielfalt direkt weiter, denn die Species Clause wurde ebenfalls aufgelockert. Was bedeutet das? Normalerweise ist die Species Clause, dass man nur ein Pokémon mit der identischen Pokédex-Nummer im Team haben darf. Das heißt zum Beispiel nur Rotom in der Waschform, aber kein Rotom in der Hitzeform. Das haben wir jetzt gelockert, denn ihr dürft ab sofort doppelte Pokémon benutzen, aber nur dann, wenn es sich um Formwandler handelt, die ihre Form schon vor dem Kampf angenommen haben. Bedeutet, ihr dürft nicht Glurak und Glurak mitnehmen, weil das sind zweimal die identischen Pokémon, sondern ihr dürft Formwandler mitnehmen, wie Rotom Wasch und Rotom Hitze und Rotom Rasenmäher nebeneinander, die Koriogel nebeneinander, die Wolverock nebeneinander, aber ihr dürft jetzt nicht beispielsweise Glurak X, Glurak Y und das normale Glurak nebeneinander spielen, denn alle drei starten in der ganz normalen Glurak-Form. Sie müssen vom Anfang an des Kampfes bereits unterschiedlich sein. Aber auch das ermöglicht wieder viel mehr Vielfalt. Man kann eben Kanto- und Alola-Formen nebeneinander parallel nutzen. Ja, da ist eurer Kreativität dann wieder freien Lauf gelassen. So viele Freiheiten, wie wir auch lassen, eine kleine Regel gibt es jetzt, einen kleinen Verbot, und zwar sind die Omni-Boosts jetzt verboten. Das sind Z-Moves, die alle Werte um eine Stufe erhöhen. Das kann man zum Beispiel mit Z-Händchen halten und sowas machen. Das ist ab sofort nicht mehr erlaubt. Und zu guter Letzt widmen wir uns noch einmal den Leitern, denn die Leiter vertreten ja einen Typen und in der Vergangenheit war es immer so, dass dieser Typ durchaus auch einige Ausnahmen hatte. Widmen wir uns zum Beispiel dem Drachentyp, dann gibt es ja Pokémon, die aussehen wie Drachen, aber keine Drachen sind. Also sie haben nicht den Drachentyp, aber vom Aussehen her sind sie welche. Zum Beispiel Glurak ist kein Drachen-Pokémon, sondern Feuerflug, aber ist eindeutig ein Drache und deswegen gehört er zu diesem Drachentyp mit dazu. Und das ist eine sogenannte Ausnahme. Und diese Ausnahmen kamen damals oft willkürlich, sie kamen einfach spontan, wenn jemand gefragt hat, jo, ist dieses Pokémon, könnte man das als Ausnahme durchgehen lassen, dann haben wir das besprochen und entweder ja oder nein. Aber dadurch kamen immer mal wieder Überraschungen zustande, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Zum Beispiel Porygon 2 als Elektroausnahme. Damit habt ihr nicht gerechnet. Ab sofort ist es so, dass die Ausnahmen vorher, also bereits jetzt zu diesem Zeitpunkt festgelegt sind. Und auch die findet ihr im Dokument, da könnt ihr nachgucken, welche Ausnahmen sind für welchen Typ gestattet für die Leiter. Das bedeutet, solltet ihr euch auf einen Leiter vorbereiten, müsst ihr nicht unbedingt machen. Ihr könnt auch einfach coole Teams benutzen und versuchen damit zu gewinnen, ohne direkt euch auf diesen Leiter vorbereitet zu haben. Was ich sehr, sehr gerne sehen würde so. Könnt ihr schon nachgucken. Okay, was erwartet mich? Oh, Elektro. Klick-die-Klack. Porygon. Das ist interessant. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Damit kann ich rechnen. Aber von diesen Ausnahmen sind weiterhin immer nur eines pro Team gestattet. Das heißt, man kann jetzt nicht ein Team nur aus den Ausnahmen aufbauen, sondern das sind nur Ergänzungen für die Teams. Wichtig dabei ist, dass wir uns dieses Mal gesagt haben, okay, wir möchten das relativ balancen, dass nicht ein Typ super viel hat und einer super wenig. Deswegen haben wir bei Typen, die sehr stark sind oder bei Typen, die eben sehr viele potenzielle Ausnahmen haben, wie zum Beispiel der Wassertyp, da haben wir die Regeln, wer wirklich als Wasserausnahme gilt, sehr, sehr eng gesteckt. Das heißt, da sind wirklich nur
da waren sehr harte Ausschlusskriterien mit dabei. Während bei Typen, die sehr wenig Auswahl hatten, nur die Kriterien sehr locker waren. So kommt zum Beispiel bei Gestein insgesamt 5-6 Ausnahmen zustande, darunter zum Beispiel Phenontor, weil es eben ein Felskern ist, der von Eis ummantelt ist. Passt natürlich dann zu Gestein, weil es ein Felskern ist, aber ist nicht ganz so offensichtlich wie zum Beispiel ein Tandrak für Wasser. Da könnt ihr eben alles nachgucken, nur damit ihr das versteht. Ja, das war's im Prinzip zu den inhaltlichen Informationen des Arena Battles. Jetzt ganz kurz noch zwei, drei Sachen und dann kommen wir zur Anmeldung. Denn es gibt ab sofort auf Twitter einen eigenen Arena Battle 3 Account. Ihr merkt es, das Projekt wird größer und größer. Wir haben jetzt 16 Leiter, wir haben 60 Teilnehmer. Im Hintergrund arbeiten weiterhin fleißig Leute an Grafiken, an Musik zum Beispiel auch, dazu gleich nochmal was und so weiter. Und es wird immer größer und es wird einfach Zeit, dass wir auf Twitter einen eigenen Arena Battle Account haben. Dem könnt ihr gerne folgen, @arenabattle3. Und dort wird es auch in Zukunft immer wieder Stuff geben, denn heute werde ich euch noch nicht verraten, wer sind die Arena-Leiter, und ich werde euch auch noch nicht die ganzen Orden und Arena-Leiter-Bilder und so weiter zeigen. Das wird nach und nach auf Twitter veröffentlicht. Jeden Tag gibt es da einen Orden mit Namen und Typ. Und ja, sobald die Orden durch sind, werden dann die einzelnen Arena-Leiter vorgestellt. Das bedeutet, das dauert schon noch ein Momentchen, bis das Arena-Battle durchgeht, denn wir haben ja noch die Anmeldungsphase und das Vorturnier vor uns, auch dazu gleich. Jetzt wollte ich noch einmal Danke sagen an all die Leute, die das AB3 bis hierhin unterstützt haben. Und da wollte ich einige nennen, aber es dürfen sich auch gerne viel, viel mehr noch angesprochen fühlen. Vielen Dank auf jeden Fall an Achtkling, der das Logo zum Arena Battle 3 gebaut hat, mit dem Ultra Necrozma als Symbol dafür, dass wir jetzt in Uso mit dabei sind. Ich finde, es ist sehr, sehr cool geworden. Vielen, vielen Dank für deine Mühen. War relativ spontan. Danke, danke, danke. Dann haben wir, ihr hört es gerade schon im Hintergrund, jetzt auch eigene Musik fürs Arena Battle 3. Wir haben einen Intro-Song, der immer vor den Kämpfen kommen wird, den hört ihr gerade, und einen Outro-Song, der nach den Kämpfen kommen wird. Innerhalb der Kämpfe kommen dann Tracks, die bereits existieren, Remixes oder so von bestehenden Tracks von Pokémon. Vielen Dank daher an Psycho, der sich die Mühe gemacht hat, diesen Intro- und Outro-Song zu erstellen. Danke, 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 auch das wieder sehr, 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 sehr cool geworden, und ich freue mich wirklich, dass so viele Leute hier bei diesem Projekt mitwirken. Danke auch an Nojiko, die sich wieder an die Orden gesetzt hat. Wie gesagt, die werdet ihr jetzt in den nächsten Tagen sehen. Freut euch auf jeden Fall drauf, da sind einige sehr, sehr, sehr coole dabei. Danke, dass du da wieder mitgeholfen hast. Und auch danke, Nojiko, dass du bei den Leiterbildern wieder mit dabei bist. Denn Nojiko ist verantwortlich für alle Leiterbilder aus Liga 1. Hat jetzt aber Verstärkung bekommen im Zeichnerteam durch Lady Kaitos. Danke auch an dich, denn Lady Kaitos kümmert sich um alle Liga-Bilder in Liga 2. Ja, das sind erstmal die Leute, die ich hier erwähnen möchte. Es haben aber auch viele, viele andere schon auf vielerlei Weisen geholfen. Dabei handelt es sich allerdings auch um Arena-Leiter. Deswegen möchte ich die jetzt hier erstmal noch geheim halten, aber ihr wisst, wen ich meine, hoffentlich. Ihr fühlt euch hoffentlich angesprochen. Danke auch an euch. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gesagt, was es zu sagen gibt zu diesem Arena Battle 3. Und damit kommen wir dazu, wie ihr im AB3 mit dabei sein könnt. Ja, und erst einmal zu den Anforderungen. Wer darf sich bewerben? Wer darf sich anmelden? Nun, drei Sachen gibt es, die ihr erfüllen müsst. Erstens, ihr braucht einen 3DS und Pokémon Usum. Ultrasonne oder Ultramond, ne, ihr müsst das spielen können, sonst könnt ihr logischerweise nicht mitnehmen. Die zweite Anforderung ist, dass ihr ein relativ stabiles Internet habt, also wenn ihr ständig Disconnects bekommt, dann solltet ihr euch vielleicht nicht anmelden, denn das ist nur frustrierend für uns Leiter, für euch, wenn die Kämpfe immer wieder abbrechen, das macht dann keinen Sinn. Wenn euer Internet allerdings stabil läuft, kein Ding, dann bewerbt euch. Wenn ihr den dritten Punkt erfüllt, und das sollte eigentlich jeder hinbekommen, denn ihr braucht außerdem noch einen Discord-Account und müsst meinem Discord-Server joinen, weil wir das Ganze eben über Discord organisieren werden. Wenn ihr bisher noch keinen habt, kein Problem, müsst ihr euch aber einen machen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ja, und wenn ihr diese drei Anforderungen erfüllt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung ein Formular zur Anmeldung. In diesem Formular geht es vor allem erstmal darum, Daten von euch zu bekommen. Das bedeutet, wie, unter welchem Namen kennt man euch in der Community, was ist euer Discord-Name, was ist euer Ingame-Name in Pokémon Usum, wie ist euer Freundescode, ne, dass wir das alles parat haben, um direkt alles managen zu können. Ja, und dann gibt es aber auch noch einen Testteil. Dieser Test ist nicht weiter schwierig, aber er überprüft einfach mal, ob ihr die Regeln gelesen habt, ob ihr sie verstanden habt
und soll ein bisschen dazu dienen, schon mal auszusieben. Wer sich mit den Regeln nicht auseinandersetzt, hat es in meinen Augen auch nicht verdient, dann im Arena Battle 3 dabei zu sein. Der Test ist wirklich nicht schwierig, es steht alles in den Regeln. Ich habe das meiste davon auch hier im Video erwähnt. Von daher, wenn ihr das Video gesehen habt und die Regeln gelesen habt, dann kann da eigentlich nichts schief gehen. Und ansonsten könnt ihr auch währenddessen immer mal wieder in die Regeln gucken. Lasst euch da Zeit, guckt da rein und ja. So leicht er auch ist, der im letzten Jahr war auch sehr leicht und dennoch sind viele durchgefallen. Deswegen lasst euch Zeit und lasst euch nicht verunsichern und dann würde das alles schon ganz gut funktionieren. Ja, alle, die das dann erfolgreich bestanden haben, die das ausgefüllt haben, abgeschickt haben und die eben auch den Test bestanden haben, die sind dann zugelassen zum Vorturnier. Und dieses Vorturnier, wie das ablaufen wird, das werde ich euch später erzählen, wenn es dann soweit ist. Nur ganz kurz, das dient dazu eben, um die Teilnehmer, wie viele es auch sein werden, ob es jetzt 100 sind, 200, 3000, das dient dazu, eben das Ganze auf 60 zu reduzieren, denn mehr Teilnehmer sind einfach nicht möglich. 30 in Liga 1, 30 in Liga 2, das ist der Plan. Plus, minus, ne, ein paar geht natürlich immer, aber viel mehr als 60 dürfen es eigentlich nicht werden, weil sonst kann ich wieder nicht gewährleisten, dass das Projekt kürzer wird. Und ja, das sollte es im Optimalfall schon werden, das war ja eines der Hauptziele. Ja, und was ich euch noch sagen möchte ist, ihr könnt eure Teams für dieses Vorturnier auch auf jeden Fall schon mal fertig machen, denn umso schneller können wir dann mit dem Arena Battle loslegen, umso schneller können wir die Arenen öffnen. Ihr habt jetzt Zeit, euch zu bewerben bis zum, ich weiß es gerade nicht, aber ich blende es hier ein, ne? Bis dahin habt ihr Zeit. Und wie könnt ihr eure Teams bauen? Nun ja, ihr haltet euch erstmal an die AB-Regeln. Ihr seid Teilnehmer des ABs, deswegen richtet euch nach den AB-Regeln. Bedeutet nur ein B2-Pokémon maximal im Team, ne? Und alles weitere. Lest euch die Clauses durch. Es gibt eben noch weitere Regeln. Findet ihr alles im Regeldokument. Alles versucht möglichst übersichtlich zu gestalten. Und ja, denkt daran, dass das Ganze kein K.O.-System wird. Das heißt, ihr tretet zwar gegen einen Gegner an, aber wenn ihr gegen den gewinnt, seid ihr nicht automatisch im AB mit dabei, sondern es geht darum, eure Fähigkeiten zu sehen, also wie gut seid ihr und gleichzeitig aber auch zu sehen, okay, wie kreativ seid ihr, wie unterhaltend seid ihr mit euren Pokémon. Wenn ihr jetzt einfach so ein Standard-Oyo-Team nehmt und damit irgendwen weghaut, der ein richtig cooles Team nimmt und das auch gut mithalten kann, dann wird der vielleicht sogar bessere Chancen haben, weiterzukommen, weil es nicht darum geht, jetzt die standardsten Teams der Welt immer und immer und immer und immer wieder zu sehen, wie es zum Beispiel gerade im Ayo-Turnier der Fall ist mit Milotic, ne? Sondern dass man Unterhaltung sieht, dass man Pokémon sieht, die man nicht kennt, Sets sieht, die man nicht kennt, die aber trotzdem funktionieren und aufgehen und dass es einfach coole, skillige, aber eben auch Kämpfe sind, die einfach auf jedem Niveau unterhalten. Und wenn ihr das hinbekommt, umso besser, umso höher sind eure Chancen, da dann eben durch das Vorturnier durchzukommen. Deswegen macht euch Gedanken schon mal dazu und dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg, dass ihr hier erstmal durch den Test schlittert erfolgreich. Ich würde mich sehr über Bewerbungen freuen auf der einen Seite, aber auf der anderen natürlich auch über Bewertungen. Würde mich riesig freuen, wenn ihr die Arbeit honoriert und ein Däumchen nach oben da lasst, das teilt und das möglichst viele vom Arena Battle 3 mitbekommen, weil das ist wirklich, ihr wisst es, mein Herzensprojekt. Das ist kein Projekt, zeichnet, glaube ich, diesen Kanal mehr aus als das Arena Battle. Und ja, von daher vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Waren viele Infos. Wie gesagt, könnt ihr alles nochmal nachlesen in den dazugehörigen Dokumenten. Und wenn ihr Fragen haben solltet, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Und vielleicht machen wir die Tage auch nochmal einen Stream, wo wir dann auch nochmal drauf eingehen können. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich freue mich riesig auf die Zeit. Vielleicht noch ganz kurz die Daten, wie das so aussieht. Ne? Also in 2 Wochen, wie gesagt, ist die Anmeldephase vorbei. Dann wird sofort das Vorturnier starten. Ich plane dafür 1 Woche ein. Dann müssen wir uns das Vorturnier natürlich noch auf Twitch angucken, alle möglichen Kämpfer. Also da geht es dann im Prinzip schon los mit dem AB. Und dann wird es so vielleicht noch 1 bis 2 Wochen Pause geben, bevor wir dann endlich starten. Das wird sich also Richtung sehr, sehr Ende Januar, Anfang Februar hinbegeben, wo es dann auch hier auf YouTube und auf Twitch dann eben mit Liga 2 losgehen wird. Ich freue mich riesig. 16 Leiter, 16 Typen, die wir sehen, so viele Herausforderer. Das wird cool. Das wird cool. Wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.